Ihr hört Tempelfunk, der Eintracht-Podcast zwischen Spree. As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Und Rhein. Mit Benjamin, Eberhard, Martin und Gästen. Folge 5. Tempelflut. Ja, liebe Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tempelfunk. Schön, dass ihr wieder mit an Bord seid. Und ich wage mal die Prognose, dass euer Wochenende stimmungstechnisch jetzt nicht das Allerschlechteste war. Aber dazu später mehr in der Sendung. Ich würde jetzt ganz gerne am Anfang mal an unsere Social-Media-Assistentin Mel übergeben. Sie war ja in der letzten Folge nicht mit dabei, deswegen hat sich natürlich einiges an Mails und Feedback aufgestaut und sie möchte ein wenig davon berichten und deswegen würde ich einfach mal sagen, Mel, bitte übernehmen. Ja, danke Martin. Ich melde mich frisch erholt aus dem Urlaub zurück und habe auch direkt wieder was zu tun hier. Erstmal möchte ich einen neuen Follower begrüßen, der uns seit neuestem auf Instagram folgt. Nämlich den Dominik Kumbela. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen nochmal hier beim Tempelfunk-Podcast. Ansonsten gab es eine Nachfrage, warum wir nicht bei Amazon Music zu finden sind. Das ist uns in der Tat dann auch aufgefallen und haben das selbstverständlich nachgeholt. Dann hat uns eine ganz ausführliche E-Mail erreicht von dem Ralf R. aus Goslar. Vielen Dank erstmal dafür und liebe Grüße vom Tempelfunk. Ich lese mal einen kleinen Auszug vor. Hallo Freunde, ich bin mittlerweile ein großer Fan vom Tempelfunk. Verfolge jede Woche mit großem Interesse. Euer ganzes Format wirkt auf mich schon sehr professionell. Freue mich schon auf die nächste Folge vom Tempelfunk und die hoffentlich nächsten 3 Punkte unserer geliebten Eintracht aus Braunschweig. Mit freundlichen blau-gelben Grüßen nach Berlin und Köln aus Goslar, circa 45 Kilometer von Braunschweig entfernt. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns, dich als Zuhörer dabei zu haben und ja, nochmal liebe Grüße vom Tempelfunk. Ja, Mel, vielen Dank für deinen Bericht und wir hoffen, dass wir dich in Folge 6 wiederhören. Bis denn, tschüss. So, dann gebe ich jetzt die Expertenrunde mal frei. Weil auf die Experten habt ihr ja gewartet und nicht auf mein blödes Geschwafle. Und da begrüße ich recht herzlich unseren Benjamin. Guten Tag. Benjamin, wo bist du? Wo haben wir dich ertappt? Ach, in Schönefeld. Voll im Umzugsstress. Letzte Woche Samstag hatte ich wirklich noch so mit Ach und Krach den Keller freigeräumt, damit ich pünktlich zu 14 Uhr zum Spiel vorm TV hocken konnte. Und ja, der Spielverlauf sagt alles. Ja, die Tränen und der Schweiß haben sich gelohnt. Okay, dazu später mehr. Und ich hole mit in die Runde den Eberhard. Ein herzliches Grüß Gott aus Berlin-Mitte. Und, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute zum ersten Mal mit dabei unser Stargast in der heutigen Folge, der allererste. Ich begrüße recht herzlich den Malik. Hallo zusammen. Malik, wo bist du? Wo haben wir dich jetzt ertappt? Ich bin eigentlich quasi von euch genau in der Mitte, Berlin und Köln. Ich bin im wunderschönen Seesen, knapp am Harz, nicht weit vom Braunschweig weg. Ah, der schöne Harz, Seesen, ja, sagt genau. Mir auch einiges. Hat eine tolle Autobahnabfahrt. Ja, schön, dass wir alle hier sind heute, mal zu viert. Ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, seit unserer letzten Folge. Ist einiges passiert. 2 Spiele, einmal das Auswärtsspiel in Saarbrücken und ja, das tolle, super Heimspiel am Samstag, das 4:2 gegen Borussia Dortmund. Gut, dann würde ich vorschlagen, fange ich mal an mit meinem Spielbericht Saarbrücken. Ja, Spielbericht, ich werde mich jetzt nicht so auf Details einschießen. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Ich bin auch schon ein bisschen älter, kann mich nicht mehr an alles erinnern und auf die Sendung vorbereitet habe ich mich jetzt ja auch nicht so.
Deswegen erzähle ich euch mal das, was so hängen geblieben ist. Wir sind am 1. Oktober, da war ja das Spiel, um 19 Uhr Anpfiff. Wir sind losgefahren so um 14.30 Uhr in Bonn vor unserer Firma, so nenne ich es jetzt mal. Da war der Treffpunkt. Mit mir dabei waren der Frank, mein Arbeitskollege, der auch gefahren ist. Schön großen Auto, wir hatten eine Menge Platz. Dann kam der Thomas mit vom Fanclub. Und es war der allseits bekannte und beliebte Thilo Götz mit bei uns an Bord. Und das war doch eine sehr, sehr interessante und unterhaltsame Fahrt. Also war wirklich sehr kurzweilig. Wir hatten selbstgemachte Frikadellchen mit dabei und natürlich kaltes Bier. Und das war für mich persönlich jetzt das erste Mal, dass ich im Ludwigsparkstadion war oder überhaupt in Saarbrücken. Waren so circa 250 Kilometer zu fahren. Wir sind auch so ohne Stau durchgekommen, was ja auch relativ ungewöhnlich ist für so einen Freitag, Rush-Hour-Wochenende. Haben auch eine Pause zwischendrin gemacht. Ja, und als wir dann ankamen in Saarbrücken, hatten wir schon mal so ein bisschen die Problematik parken. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, Saarbrücken, du kommst von der A623, ist das, glaube ich, kommst du runter und bist eigentlich schon auf der Straße, wo das Stadion ist. Und weil natürlich, ja, da denn in der Stadt Rush Hour war, staute sich schon so ein bisschen was zurück. Und die hatten einfach so die rechte Spur abgesperrt und da konntest du dann parken. War natürlich alles schon so ein bisschen voll. Wir waren, glaube ich, so gegen, was war das? Viertel nach fünf, schätze ich mal, war das so. Viertel nach fünf waren wir da. Wie gesagt, die rechte Spur war schon abgesperrt und war aber auch schon voll. Wir sind ein bisschen am Stadion vorbeigefahren und das hat natürlich auch alles gedauert, weil, wie gesagt, alles Stau war. Sind dann circa 1 bis 1,5 Kilometer vom Stadion weg. Da hatten wir einen Parkplatz gefunden, einen Bezahlparkplatz. Ja, 1,5 Kilometer ist ja okay, war mal strammer Fußmarsch dahin. Den Thilo hatten wir dann verabschiedet. Er hatte Stehplatzkarte für einen Gästeblock. Was wir eigentlich bereut haben, dass wir es nicht auch genommen haben. Wir hatten Tribünenkarten für die Gegengerade, Block G. Und als wir drin waren, war eigentlich noch reichlich Zeit bis zum Spiel. Ich glaube so um, 18 Uhr oder 18.10 Uhr, sowas, waren wir dann schlussendlich drin im Stadion. Ja, und waren da sehr naiv, weil wir dachten, na komm, es sind ja heute nur 10.500 Zuschauer da. Also man muss dazu sagen, das Ludwigsparkstadion, fast 16.000 Zuschauer. Ist auch diese Saison erst fertiggestellt worden, also gebrannt neu. Ist ja ein nettes, kleines, einfaches Stadion, aber wie gesagt, dafür neu. Sind dann erstmal zu unserem Platz und dann sind wir los, der Thomas und ich, und wollten Getränke holen und noch Bratwurst. Ja, und dann sind wir irgendwie in so eine Endlosschleife da geraten, weil wir haben wirklich, ich glaube echt so fast 40 Minuten gebraucht, bis wir Bier und Bratwurst hatten. Also es war ohne Worte. Also wie gesagt, es waren 10.500 Zuschauer da, 16.000 passen rein. War ja noch unter Corona-Bedingungen. Ansonsten wäre die Hütte auch voll gewesen. Aber es ist natürlich sehr, sehr komisch, wenn 10.500 Zuschauer in Anführungsstrichen nur da sind, also noch Luft nach oben und die Catering-Häuschen dann schon so ausgelastet sind, dass man da 40 Minuten warten muss. Also es war wirklich, ja, mein Problem ist, ich warte auch ungern. Ja, mache es dann aber natürlich trotzdem, wenn es nicht anders geht. Aber wenn man natürlich sieht, dass da die Leute das dann nicht so ganz auf dem Schirm haben und nicht auf die Kette kriegen, mit der Getränke- und Essensausgabe, ist das natürlich richtig, richtig nervig. Ja? Und dann kann man dann irgendwie, 5 Minuten vor Anpfiff, dann wieder auf dem Platz. Ja, dafür, dass wir so pünktlich drin waren, war natürlich eine Vollkatastrophe. Auch natürlich ein bisschen genervt. Ja, und dann ging es los. Und man muss dazu sagen, dass das Saarbrücker Publikum, also da ist Stimmung in der Bude. Ja? Also es war wirklich mit Blick auf die Heimkurve, schöne Choreografie und Banner. Und da ging es halt richtig ab. Es waren ja von Braunschweiger Seite im Gästeblock nur so circa 200 Leute da. Es sah aber noch nach weniger aus. Also wenn man so drauf geguckt hast, hast du gedacht, ja, das sind 50 Leute oder so. Und die Tribüne, auf der wir saßen, ja, kam mir zeitweise auch so vor, als ob wir in einer Fankurve waren. Also eine mega Stimmung, junges Publikum, alle so, ich sag jetzt mal Mitte 20. Und wir haben Party gemacht ohne Ende. Und das Spiel war ja auch wirklich sehr, sehr laufintensiv, ging rauf und runter. Wir sind zweimal Rückstand geraten. Und es war dann halt so, jedes Mal, wenn ein Tor für Saarbrücken fiel, dann flogen natürlich auch Bierbecher ins Publikum. Das ist jetzt ja nichts Außergewöhnliches, aber naja, für eine Tribüne schon. Also das habe ich jetzt selten miterlebt, dass auf einer normalen Tribüne Gegengerade, wo das Sitzplatzpublikum so sitzt und genießt, die vollen Bierbecher nach dem Tor dann flogen. Wir hatten auch Glück, wir saßen ein bisschen weiter oben, sodass wir die ja nicht abbekommen haben, weil, ja gut, kriegst schon ein Gegentor und dann brauchst du nicht noch einen vollen Bierbecher im Gesicht. Ja, das waren da so meine Erlebnisse. Ich kann zur Stimmung echt nur sagen,
fahrt gerne mal dahin nach Saarbrücken. Also von der Stimmung her wirklich top. Ich hatte ja bei Instagram und Facebook auf unserer Seite nach dem Spiel geschrieben, also da werden noch einige Mannschaften stolpern. Also in Saarbrücken musst du erstmal gewinnen. Also deswegen war ich auch unterm Strich mit einem Punkt zufrieden. Super Stimmung. Wie gesagt, die Parkplatzsituation könnte besser sein. Und ja, wenn ihr nicht im leeren Gästeblock steht, dann macht euch bitte auf Wartezeiten ja, gefasst, was die Bier- und Essensausgabe angeht. Soweit erstmal dazu. Und ja, zu dem Spiel an sich würde ich euch gerne ruhig mal mit reinnehmen jetzt, weil ist ja schon ein bisschen länger her. Im Gegensatz zu mir habt ihr euch sicherlich vorbereitet. Eberhard, was ist hier noch so hängen geblieben vom Auswärtsspiel in Saarbrücken? Von der Aufstellung, vom Ablauf, vom Einsatz, von den Highlights? Tu es uns kund, bitte. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht zu dem Spiel. Auch im Rückgriff zum Dortmund-Spiel ist mir aufgefallen, dass viele gefährliche Aktionen über die rechte Danilo Wiebe-Seite gekommen sind, also von dem Gegner. Und er kam halt mit Grimaldi nicht zurecht, genauer wie er gegen Dortmund mit Pohlmann nicht zurechtgekommen ist. Das ist ein Schwachpunkt gewesen in den letzten beiden Spielen, über den man diskutieren kann. Dagegen fand ich die linke Seite gerade in der ersten Hälfte sehr stark. Schlüter und Multaub haben da mächtig viel Druck gemacht. Das sind zwei, die sehr gut kooperieren und die halt auch wirklich für Gefahr sorgen. Gerade Schlüter ist ja dann auch offensiv gefährlich und Multi ist ja sowieso so ein Wirbelwind. Das war besonders gegen Saarbrücken auffällig. Mir hat nicht gefallen die Nachlässigkeiten in der Abwehr. Nicht, das war beim ersten Tor haben wir gepennt und dann beim zweiten gab es einen Fehlpass von Krause und Behrendt fand keinen Zugriff. Überragend natürlich Krause mit seinen zwei Assists. Auch Peña Zauner hat gut gespielt später. Es war ein bisschen merkwürdiges Spiel, weil wir ja von Saarbrücker Fehlern profitiert haben und weniger von eigenen Kombinationen. Die ging meistens, wie so oft, bis zur Strafraumgrenze sehr gefährlich und dann eben nicht mehr so gefährlich, wie es sein sollte. Und noch eine ganz witzige Parallele zum Duisburg-Spiel. Gleiche Schussposition, gleicher Schuss in den Winkel. Wieder ein Premierentor. Bei Duisburg war es Herr Brettschneider und bei Saarbrücken ein Herr Kerber, der ausgerechnet gegen uns in den Winkel sein erstes Saisontor macht. Insgesamt 2-2 okay. Aber eigentlich nicht typisch für die Saison der Eintracht. Dafür gab es zu viel Nachlässigkeiten, zu viel wenige Höhepunkte. Aber es war auch ein sehr, sehr starker Gegner und am Ende können wir mit dem Punkt zufrieden sein. Ja, Eberhard, erstmal vielen Dank für diese sehr, sehr detaillierte und wirklich ja, originelle Einschätzung. Ich würde dich mal bitten, dass du vielleicht nochmal deine Internetverbindung ein bisschen checkst, weil du hattest jetzt hier ein paar Hänger. Ich weiß ja jetzt nicht, Berlin wurde gewählt, drehen sie euch jetzt auch schon das Internet jetzt wieder runter? Also ich dachte, das wäre jetzt noch das Einzige, was in der Hauptstadt ein bisschen funktioniert. Vielleicht schaust du nochmal, ob du das noch ein bisschen optimieren kannst. Derweil würde ich mal den Ball weiterspielen an Benjamin. Es ist jetzt sehr, sehr schwer, Benjamin, weil der Eberhard das Niveau ja sehr, sehr hoch gehängt hat jetzt gerade mit dem Spielbericht. Und du bist ja auch so ein bisschen einfacher gestrickt, was das angeht. Dafür ist es ja jetzt auch ein bisschen unfair, dass ich dich jetzt nach Eberhard sprechen lasse. Versuch es vielleicht dann doch mit deinen bescheidenen Mitteln da ein bisschen gegen anzustinken. Ja, Eberhard und ich, wir hatten ja schon mal ein kleines Meeting vor zwei Wochen bei mir im Garten gehabt. Von daher wissen wir, dass Eberhard der Professor ist, der dann halt die ganzen Akademiker wegfischt mit seinen klugen und detaillierten Aussagen und ich dann halt den Rest mir dann greife. Das war jetzt nicht gehässig gesagt. Eberhard hat es eigentlich gesagt, Das Spiel war schwierig gewesen. Ich möchte es mal so vergleichen mit Werder Bremen-Style. Die haben damals unter Thomas Schaaf sehr offensiv gespielt, ein großes Spektakel. Und ich glaube, das war genau auch das, was wir in Saarbrücken so abgeliefert haben. Wenn wir offensiv gespielt haben, wenn wir Druck ausgeübt haben, haben wir auch die Tore gemacht, haben Torchancen generiert, aber im Kopf fehlte uns auf jeden Fall in diesem Spiel dieser Umschaltmoment. Attackieren, attackieren, attackieren. Jetzt müssen wir den Schalter umlegen, Rückwärtsbewegung. Das stimmte nicht und aus diesem Grund sahen die Gegentore meines Erachtens auch zu einfach aus, weil wenn der Gegner mit Tempo kommt und der Abwehrspieler steht, dann hast du halt weniger Möglichkeiten, da noch wirklich einzugreifen. Und so sind dann halt auch wirklich die Gegentore passiert. Also ich würde jetzt gar nicht den Außenverteidigern oder den Innenverteidigern, allgemein dem Abwehrzentrum, die Schuld bei den Gegentoren geben. Natürlich sieht man das als erstes dann in den Wiederholungen im TV oder allgemein auch in den Medien, weil man dann halt ja auch so ein bisschen die Situation, die Highlights rausfischt. Aber der Fehler beim Gegentor, der passiert da eher,
Das ist halt nicht ein durchgeführtes Pressing im Mittelfeld auf den Gegenspieler oder ein Unterbinden eines Passes. Und wenn du dann halt in der Abwehr in Unterzahl bist, also sprich die gegnerische Mannschaft mit sehr viel Tempo und mehreren Spielern dann halt auf ein, zwei Abwehrspieler dann raufläuft, dann sehen die Tore halt auch so einfach aus. Und ich glaube, das ist einfach exemplarisch in Saarbrücken passiert. Wir können Tore schießen, aber wir kriegen leider auch noch zu viele Gegentore, die dann auch einfach zu einfach aussehen. Also von daher sind wir mit den 2-2 auf jeden Fall auch gut bedient. Ja, danke Benjamin. Ja, Malik, ich würde dich gerne jetzt mal mit reinnehmen in die Runde. Frage vorab, hast du das Spiel überhaupt gesehen? Also ich ja, meine, wenn nicht, dann denk dir irgendwas aus. Du hast ja gerade bei Ebert und Benjamin mitgekriegt. Ja, so ein bisschen schwafeln geht ja immer. Also Spiel hast du gesehen, ja? Spiel, genau, habe ich komplett geguckt. Und würde sagen, dass wir die erste Halbzeit eigentlich, finde ich, komplett verschlafen haben. Bis auf eine Chance von Schulz, die der Torwart von Saarbrücken, der Barz, eigentlich sensationell hält. Es war eigentlich meiner Meinung nach nichts Wildes nach vorne und nicht gut und konsequent genug. Und was wir schon gesagt haben, Wiebe finde ich im Moment auch ein bisschen, dass er ein bisschen abbaut. Kann auch sein, dass er zu wenig Konkurrenz, das haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, ein bisschen wenig Konkurrenzdruck hat, weil wir halt auf der Außenverteidigerposition nicht so stark in Anführungszeichen aufgestellt sind. Aber ich würde ihn da eigentlich nach dem 2-1 komplett freisprechen. Wir sind in der Vorwärtsbewegung, kommt der Ball an von Krause, den eigentlich ja zu Wiebe spielen wollte. Ja, danach haben wir natürlich Unterzahl. Und Behrendt muss meiner Meinung nach den Ball viel schneller klären. Ich weiß nicht, was er, ich glaube, er hat zwei Gedanken gleichzeitig gehabt, wollte entweder zu Faisitz zurückspielen oder ins Aus. Dadurch verlieren wir den Ball. Gut, kriegen wir natürlich wieder so einen Sonntagsschuss, was Ebert schon gesagt hat, wie gegen Duisburg, traumhaft. Aber das war eigentlich dann in der zweiten Halbzeit, fand ich uns deutlich besser als Saarbrücken. Wir haben eigentlich nach der Halbzeit auf ein Tor gespielt. Wir hatten zwei Torchancen, davon geht einer komplett in den Winkel. Wir hätten innerhalb von anderthalb Minuten nach dem 1-1 von Lauerbach von Multop auch das drehen können. Dann steht es 2-1 und dann bin ich mal gespannt, wie Saarbrücken reagiert. Klar, im Nachhinein, Punkt ist okay, was wir gesagt haben. Saarbrücken, guter Gegner, nicht umsonst sind die Zweiter im Moment. Und bis auf Wiesbaden und Osnabrück haben da halt noch keine Mannschaften gewonnen. Die haben auch gegen Magdeburg zu Hause gewonnen. Also Punkt ist okay, meiner Meinung nach. Ja, danke. Ich kann euch dreien auch wirklich nur beipflichten. So ähnlich sehe ich das auch. Ich hatte nach dem Spiel gesagt und auch bei Facebook gepostet, wie gesagt, in Saarbrücken muss man erstmal gewinnen. Also von daher ist ein Punkt in Ordnung. Allgemein zu der Aufstellung und taktischen Ausrichtung von Schiele würde ich halt sagen, wenn er so spielen lässt, also lass uns jetzt mal kurz das Heimspiel gegen Dortmund mal kurz ausklammern, lass uns jetzt wirklich mal nur nehmen, Stand bis Ende des Saarbrückenspiels. Mit der Aufstellung und taktischen Ausrichtung hätte ich jetzt so gesagt, da werden wir gegen keinen Gegner in der dritten Liga verlieren müssen. Ja, also weil so wie er spielt, so wie wir aufgestellt sind, ist das okay. Wir müssen gegen keinen Gegner aus der dritten Liga so verlieren. Aber wir werden gegen richtig starke Gegner oder stärkere Gegner auch so gut wie nie gewinnen können dadurch. Was will ich damit sagen? Mir ist, ich habe das ja auch in den letzten Folgen immer mal so ein bisschen anklingen lassen und auch deutlich gesagt, mir ist halt ein bisschen zu wenig Zauber in dieser Mannschaft. Und ich hätte dann schon an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was verändert. Und ja, ich hatte ja mal bei Facebook dementsprechend eine Mannschaftsaufstellung gepostet, die ich mir jetzt gewünscht hätte gegen Dortmund. Also wie gesagt, mit den Eindrücken nach dem Saarbrücken-Spiel vor Dortmund. Und da habe ich gepostet, ich habe es ja gerade mal, Faisic ist klar im Tor. Würde da gerne mit euch mal kurz drüber reden. Faisic im Tor, das ist ja unbestritten. Als Linksverteidiger hatte ich Kiwi. Obwohl Schlüter jetzt so die Nase vorn hat, er auch gute Pässe spielt, auch selbstbewusster ist, aber ich finde trotzdem, wenn es so drauf ankommt, hat Kiwi so ein bisschen mehr spielerisches Verständnis und ist ein bisschen torgefährlicher. Dann hatte ich in der Mitte als Innenverteidiger Nicolau und Behrendt. Warum Nicolau, erkläre ich gleich. Als Außenverteidiger rechts habe ich Görlich gesetzt, weil ich der Meinung bin, und wir hatten das jetzt ja in den vorigen Folgen, ist es ja jetzt klar, Wiebe soll Außenverteidiger sein. Ja, das wurde auch bei den Vertragsverhandlungen so festgelegt oder ihm nahegelegt. Defensives Mittelfeld soll er nicht. Aber ich sehe ihn halt einfach nicht als Rechtsverteidiger nach den ganzen Spielen. Und es ist einfach zu wenig, was da nach vorne kommt. Deswegen möchte ich gerne, dass Görlich mal eine Chance kriegt. Krause ist klar. Henning von der 10 ein bisschen weiter zurück ins defensive Mittelfeld. Dann vorne auf den Außen Multhaupt Müller. Und vorne mit als, sag ich mal, halbe Spitze oder als 10 Kobi und ganz vorne den Girt mit rein. So hätte ich das umstrukturiert.
Görlich als gelernter Rechtsverteidiger mit mehr Drang nach vorne. Kobi, der diesen fehlenden Zauber dann reinbringt. Weil das ist halt das, diese ganzen Unentschieden, die wir jetzt vorher hatten, ist das, was mir jetzt gefehlt hat. Es ist zu wenig, ja, ich kann es uns mal wiederholen, Zauber da drin, zu wenig Gefahr, zu wenig Extravagantes. Das ist alles ein bisschen zu vorhersehbar, Eberhard. Oder sagst du, nö, das ist ja alles so toll, wir stehen ja defensiv gut, nee, und das mit dem Kobi, das brauchen wir nicht, und Wiebe rechts außen ist auch okay. Also ich habe auch schon früher gesagt, dass ich Görlich auf der rechten Seite gerne mal häufiger sehen würde. Ich habe auch immer gesagt, dass ich Wiebe nicht auf rechts sehe. Wir haben jetzt leider in den beiden letzten Spielen gesehen, warum. Also gegen starke Individualisten wie Pohlmann und wie Grimaldi, die mächtig Unruhe gemacht haben, war er dann halt häufig zu spät. Stand falsch, nein, der kriegt halt den Ball an die Hand. Das sind solche Geschichten, die dann kommen, wenn ein Spieler halt eigentlich so guten Lauf hat, wie ich finde. Nicolau, Innenverteidigung finde ich schwierig. Ich finde jetzt Schulz hat sich verbessert, hat auch ein gutes Spiel gegen Dortmund gemacht. Mir hat damals diese grausame Innenverteidigung Nicolau Wüderer so viel Schock versetzt, diese Auer-Lieblingsformation von Daniel Mayer. Ich möchte eigentlich Nicolau auf der 6 sehen. Da hat er jetzt auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Kobi, ja. Aber ich finde, Henning macht auf der 10 so viel Dampf, so viel Stärke, wie man ja in Dortmund gesehen hat. Und Kobi ist wieder eingewechselt worden, hat ein Tor gemacht. Ich sehe ihn im Moment tatsächlich als sehr, sehr guten Joker. Vielleicht auch mal als Überraschungsmoment gegen eine Mannschaft, die tief steht und die man spielerisch austanzen muss, wie es dann Kobi halt kann mit seinen Ideen. Aber ansonsten mit dem Rest gehe ich mit dem mit. Ja gut, das ist ja für mich schon mal nicht ganz so schlecht, dass Eberhard das erstmal nicht zerrissen hat. Benjamin, hast du da Ergänzungen? Wenn wir dann halt mal Richtung zweite Liga einfach mal schielen, also gehen wir schon, schielen, ein Wortspiel. So, wenn wir da dann wirklich mal Richtung zweite Liga dann mal einfach mal gucken, da kommen dann halt individuell stärkere Gegner halt auf uns zu. Und dann müssen wir dann halt auch einfach mal schauen, wie wir das lösen können. Und da sehe ich halt auch gerade auf beiden Seiten dann halt Schwachpunkte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Schlüter halt das Niveau weiterhin hat, torgefährlich zu sein, wie aktuell in der dritten Liga, halt auch in der zweiten Liga. Da sehe ich eher so ein bisschen Problematiken. Kieski habe ich mir auch gerade viele Gedanken drüber gemacht, weil er hat nur noch ein Jahr Vertrag. Da spielen dann halt auch mehrere Faktoren mit rein, weil er halt auch mitunter einer der Spieler im Kader ist, der ganz gut verdient, vielleicht sogar einer der Top-Verdiener. Aber er hat wahnsinnig viel Qualität, weil er auch so lange dann halt schon unter Lieberknecht in der zweiten Liga gespielt hat. Ich denke und hoffe, dass er demnächst mal häufiger mal Einsätze bekommt, auch über einen längeren Zeitraum, um sich da auch mal wieder zu beweisen. Und Rechtsverteidiger Wiebe ist einfach gesetzt. Das ist einfach so. Dann muss man einfach mal so abwarten, wann und wie Görlich als junger Spieler, der halt auch noch keine Drittliga-Erfahrung hat, dann Spielzeiten bekommt. Aber Richtung Rückserie geschaut, werden dann halt auch Spiele kommen, wo Sperren kommen von eigenen Spielern von uns, wo Verletzungen vielleicht rauskommen, englische Wochen etc. pp. Also ich denke mal, wird nochmal einiges durchgemischt. Aber das System an sich, ich glaube nicht, dass das dass irgendwie Schiele zur Winterpause mal ein anderes System dann einstudieren wird. Das wird beibehalten. Also sprich, werden wir erst eher 1-1 Wechsel machen. Und da muss man einfach mal abwarten, ob dann sich wirklich ein Otto dann für die 10 mal aufdrängen kann, ob Kobi sich dann für eine 10 aufdrängen kann. Ich gebe Eberhard recht, ich glaube nicht, dass er Nicolau wieder zurückziehen kann. Also man hat es auch gesehen, dass er sehr unauffällig spielt, Nicolau, auf der 6 oder auf der 8, aber dass er immens wichtig ist. Von daher denke ich mal, wie gesagt, werden da keine größeren Experimente, Positionswechsel in der Zukunft auf uns zukommen. Malik, im Gegensatz zu uns dreien bist du ja ein Mann der Praxis, bist ja erfolgreicher Fußballer, hast viele Jahre das Spiel ja schon gespielt in den Knochen und bist ja immer, sag ich mal, ein wichtiger Mittelpunkt in den Mannschaften, wo du gespielt hast. Also du kannst aus deiner eigenen Erfahrung erzählen und aus deiner eigenen Erfahrung schöpfen. Es ist ja jetzt so eine Glaubensfrage geworden, Kobi ja oder nein? Wie stehst du denn dazu? Dass Kobi ein genialer Fußballer ist, das brauchen wir nicht reden. Aber das ist halt im System, was wir gerade spielen, mit diesem, gerade wenn man sieht, was wir hoch anlaufen, um 16er komplett schon den Gegner unter Druck stellen.
da passt Kobi im Moment einfach noch nicht rein. Er macht zwar seine Einsatzzeiten auch nicht lang. Ich finde, den müssen wir mal ein bisschen länger bringen, aber er macht dann halt trotzdem, macht er seine Leistung. Und ich denke jetzt mal so, vielleicht fürs nächste Wochenende spielen wir in Havelse. Da ist ein Gegner, wo wir das Spiel die ganze Zeit machen müssen. Und da, was wir vorhin schon gesagt haben, da fehlt ab und zu halt natürlich die Kreativität, die ein Kobylanski natürlich mitbringen muss. Da können wir auch vorstellen, dass es halt eine Person ist, die vielleicht jetzt am kommenden Sonntag mehr Spielpraxis bekommt. Ja, also ich sehe es halt immer so aus der Warte. Natürlich, ich sagte das ja vorhin, so mit der Aufstellung, die wir bis jetzt hatten und der taktischen Ausrichtung, wird es schwer, uns überhaupt uns zu schlagen. Aber es ist auch irgendwo schwer, Siege da so einzufahren. Und so ein Kobylanski im Team, klar, der arbeitet nicht viel nach hinten, der ist jetzt nicht so zweikampfstark wie jetzt so ein Henning, aber es ist halt so ein Spieler, weißt du, als Mitspieler, wenn du denen den Ball gibst, der weiß halt auch immer, was damit zu tun ist. Und ich würde als Mitspieler auch immer denken, okay, für den rennst du, aber für den rennst du jetzt einmal mit, weil wenn er einmal die Pille hat und einen genialen Moment, dann macht er auch was damit, ja. Aber okay, ich denke, das war jetzt genug Vergangenheitsbewältigung. Erstmal, da wir jetzt ja ganz tolle Spielberichte von euch noch erwarten, weil wir hatten ja euch beide im Stadion am Wochenende, würde ich jetzt einfach mal sagen, schwenken wir auf den letzten Samstag. Und deswegen würde ich sagen, Eberhard, ich bitte dich einfach mal, dass du vielleicht einfach mal anfängst und mal berichtest, wie so dein Tag anfing am Samstag, wo du losgefahren bist. Die Besonderheiten, du weißt ja, was zu tun ist. Eberhard, bitteschön. So, ich hoffe, die Internetverbindung hält. Ich habe vorgefeiert, Freitagabend mit meinem ältesten Kumpel Bernd, der seit 50 Jahren Dortmund-Fan ist, und wir haben auf ein gutes Spiel angestoßen und bin dann am nächsten Tag von Süden kommend, weil ich auf Heimatbesuch war, leider am Kassel-Wilhelmshöhe, was ein furchtbarer Bahnhof ist, 2 Stunden gestanden und auf einen Zug nach Braunschweig gewartet, der nicht kam, musste dann die Höchststrafe angehen und über Westpeine fahren und mit dem schönen Plan, um 12 anzukommen, Straßenbahn zu fahren, Fanshop zu gehen, Stimmung zu, an der Shell-Tankstelle und so weiter einzufahren, hat es da nicht so geklappt. Ich bin 2:15 gelandet, habe dann ein Taxi genommen, das rasend schnell zur Rheingoldstraße gefahren ist, und um 14:01 war ich dann da und habe beim Einlass festgestellt, was mich ein bisschen konsterniert hat, dass sie den Impfausweis nicht sehen wollten. Es ist ja bewusst 2G für die Südkurve angezeigt worden. Ich habe meinen Ausdruck des Online-Tickets eingescannt, habe gesagt, guckt schon mal, den Impfausweis wollten sie nicht. Dann habe ich gesagt, kontrolliert ihr etwa den Impfausweis nicht, ist doch 2G, sagen die nö. Das hat mich relativ konsterniert, da es ja doch ein klares Konzept gibt, ein Rückkehrkonzept. Das Zweite, was mich überrascht hat, ich bin im Block 9 und er war relativ leer. Unten am Zaun war ganz viel Platz, keine Fahnen, kein Sänger. Es waren einige Schwarzgekleidete da. Ich war der einzige Weißgekleidete im Faceage-T-Shirt und muss sagen, die Stimmung war gut, aber ich habe noch nie solche Lücken im Block 9 gesehen. Zumal in den anderen Blöcken es voller schien. Natürlich war nur die Nordkurve leerer, weil Dortmund 1 parallel gespielt hat. Da kommen natürlich keine Fans. Nach dem Spiel 2 Männer getroffen, die auf der Haupttribüne saßen. Die haben gesagt, die Stimmung war dort gut. Auch der VIP-Bereich, und das ist ja für Braunschweig wichtig, der VIP-Bereich war gut gefüllt. Also diese ganze Rückkehraktion hat in einigen Bereichen wohl spürbare Auswirkungen gehabt. Aber in Block 9, die Stimmung war gut, die da waren, waren voller Stimmung, aber es waren doch, muss ich sagen, wirklich sehr viele Lücken, was ich für Block 9 wirklich sehr ungewöhnlich fand. Und interessant fand ich, den größten Jubel gab es tatsächlich natürlich bei den Toren, aber wirklich als Nicolau diese wahnsinnige Rettung nach dem gehaltenen Elfmeter von Pesic, da hat wirklich das Haus gebebt. Insgesamt war die Stimmung richtig gut. Die Fangesänge haben gestimmt. Es gab halt keine Einheizer, sondern die kamen aus dem Publikum heraus. Aber die Anfeuerung war wie immer gut. Ich war von der Zuschauerzahl enttäuscht. 9.000, wenn man vorher kommuniziert, man erwartet 20.000 und da gequetschte, finde ich das schon bedenklich. Ich bin dann raus zur Halbzeit, haben wir geguckt, wie die Kontrollen da laufen. Zu den anderen Blöcken, ja. Tatsächlich musste jeder sein Online-Ticket zeigen, wenn er wieder in Block 9, 10, 11 oder 12 oder 7, 8, und das war okay.
In die wahre Liebe kann man auch ohne Impfausweis, da musste man sich nur registrieren. Und in den Fanshop, der dann doch noch auf hatte bis 17 Uhr, wo ich mich noch ein bisschen eingedeckt habe, kam man nur mit Maske. Da war es auch relativ voll. Also es war so ein bisschen Stimmung schon da. Das Spiel war super, da braucht man nicht zu streiten drüber, denke ich. Aber ich muss sagen, diese Lücken, die teilweise sich aufgetan haben, fand ich schon bedenklich. Ja, man muss es halt, also wir sind ja hier der Podcast, wir suchen ja auch immer gerne ein bisschen das Haar in der Suppe. Ich mache das ja besonders gern. Zu viel Harmonie ist ja jetzt auch nicht gut. Man muss halt ehrlich sagen, wenn der Elfer drin gewesen wäre, 3-3, hätten wir eine 2-Tore-Führung verspielt, hätten wieder nur unentschieden zu Hause gespielt. Und wenn man auf die Tabelle guckt, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ich habe vorhin geguckt, dann hätten wir 18 Punkte gehabt, ja genau, 21, ja, und Magdeburg 25. Das wären natürlich dann auch schon deutliche Abstände jetzt gewesen, ja, und also von der Niederlage zu Hause gegen Dortmund will ich jetzt gar nicht weiter reden. Nee, was habe ich gesagt? Nämlich gegen Dortmund natürlich. Dann hätte Dortmund 21 Punkte, wir 18, Magdeburg 25. Das wären natürlich dann schon deutliche Abstände gewesen. So jetzt mit dem Sieg haben wir uns gut rangerobbt. Aber wenn man sieht, ja, 5 Punkte ist Magdeburg schon weg. Das ist schon eine Ansage nach den Spieltagen. Und ja, also ich fand super, das Spiel. Ja, also es war wirklich ein Lichtblick. Aber man darf jetzt nicht alle schönreden. Wie gesagt, das hätte auch in eine andere Richtung gehen können, das Spiel. Wie gesagt, vielen Dank, Eberhard. Und wir kommen jetzt zu einem jungen Mann, der ja heute das erste Mal hier dabei ist. Wie gesagt, unser Stargast hier heute, der Malik. Malik, ich würde dich bitten, dass du dich kurz vorstellst. Wo du herkommst, haben wir jetzt erfahren. Seesen am Harz, der ein oder andere wird es kennen. Ich habe gehört, da kann man auch mal ganz gerne Urlaub machen. Nette Städtchen, nette Leute meistens. Ja, erzähl doch ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Was machst du so? Was hast du mit Fußball zu tun? Spielst du selbst? Wo spielst du? Und vor allen Dingen, wie bist du zur Eintracht gekommen? Danke, Martin. Wie gesagt, ich bin 28 Jahre alt, spiele selber auch aktiv Fußball in Bornhausen. Das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Seesen, also nebenan gleich. Ich bin seit 2008 regelmäßig bei Eintracht dabei, damals noch Regionalliga, und ja, habe alles mitgenommen, von Auf-, Abstieg, alles. Aber das kennen wir ja alle zusammen, haben wir alle durch. Okay, MTV Bornhausen, spielst du erste Herren? Wo spielt ihr da? Welche Liga? Das ist Kreisliga und wir spielen erste Herren. Wir haben nur eine erste Herren. Wir spielen Kreisliga. Ja, okay. Ja, du warst für uns ja, erstmal vielen Dank, und du warst für uns ja im Einsatz, sage ich jetzt mal, am Samstag. Ihr wart ja mit einem Großteil der ersten Herren, glaube ich, war das, ne? Unterwegs. Ja, schilder doch einfach mal deinen Tag. Wo seid ihr losgefahren? Wo habt ihr vorgeglüht? Kann man ja noch so sagen. Wie fährt man, wie kommt man von Seesen nach Braunschweig? Ja, und wie sind so eure Rituale? Wann wart ihr das letzte Mal im Stadion? Erzähl mal frank und frei. Wir sind ja hier unter uns. Ja, wir hatten am Sonntag spielfrei. Da haben wir uns mal gedacht, wir machen einen kleinen Ausflug am Samstag. Wir waren auch 17 Mann, also relativ viele. Haben uns auch schon um 10 Uhr in Seesen getroffen bei der berühmten Mokka-Kneipe. Wir sind dann mit 17 Mann bei Warmel bei Mokka in der Kneipe. Das ist eine bekannte Kneipe in Seesen. Ich glaube, ich habe da auch noch einen Deckel, aber... Ja, ich werde das nächste Mal nachfragen. Ja, wie gesagt, dann haben wir das ein oder andere Kaltgetränk da schon zu uns genommen und waren dann eine knappe Stunde da, weil um 11 Uhr mussten wir dann den Zug nehmen nach Braunschweig, und der fährt ja zum Glück direkt, und nach knapp 40 Minuten waren wir dann auch am Bahnhof und sind dann auch gleich weiter und haben uns dann im Spektrum nochmal alle getroffen, haben da nochmal ein, zwei kleine Bierchen zu uns genommen und sind dann auch schon relativ schnell in Block 9 rein. Das erste Mal auch für mich wieder seit 2010, war ich das letzte Mal im Block 9. Ich war zwar die anderen Heimspiele alle da, bis auf Osnabrück, aber da habe ich noch gesessen. Ja, wie gesagt, ich bin auch wie Eberhard ein bisschen enttäuscht, dass wir nur 9.000 Zuschauer waren, weil ich echt dachte, wir kriegen mindestens 12.000, vielleicht sogar 13.000. Aber es scheint da echt so, dass das Vertrauen bzw. die Voraussetzungen bei einigen manchen Leute nicht anspricht oder beziehungsweise lieber dann auf dem Sofa bleibt. Die Ultras, die haben vor dem Stadion gegenüber vom Spektrum das Spiel geguckt. Die fahren jetzt auch eigentlich zu jedem Spiel, fahren die und setzen sich dann da hin und gucken das Spiel halt auf dem Laptop und setzen sich dann da mit 50 Leuten mit Bierzeltgarnituren hin und gucken dabei Bratwurst und Bier das Spiel. Also sind halt auch immer dabei. Aber ich glaube, das dauert noch ewig, bis die zurückkommen. Solange alle Auflagen nicht aufgehoben sind, werden die noch nicht kommen. Zum Spiel, ich fand, wir haben eins der unterhaltsamsten Spiele der letzten Wochen gesehen. Wir sind relativ gut reingekommen, fand ich. Dortmund hatte zwar ein bisschen mehr Ballbesitz, aber die Effektivität, die wir gegen Saarbrücken noch nicht hatten, die war bei uns an dem Tag sehr wichtig.
Deswegen haben wir auch relativ schnell 2-1 geführt, haben uns nach dem ärgerlichen 1-1 nicht aus dem Rhythmus springen lassen, haben dann relativ schnell das 2-1 gemacht und auch ein bisschen Glück gehabt, dass dann Dortmund die Latte getroffen hat und Fejzić auch noch einmal gut gehalten hat. Aber im Laufe der zweiten Halbzeit fand ich, bis zum 3-1 waren wir deutlich die bessere Mannschaft, haben richtig Dampf gemacht. Und nach den ganzen Wechseln ist wieder so ein Bruch ins Spiel gekommen. Haben angefangen zu verwalten, kriegen dann natürlich ein schönes Tor von Dortmund und dann hat natürlich das große Zittern angefangen, wo wir halt auch wirklich mal das Matchglück auf unserer Seite hatten mit dem verschossenen Elfmeter und der genialen Rettungstat von Nicolau. Und was mir da auch aufgefallen ist, dass wir in der letzten Saison überhaupt nicht, also mir persönlich überhaupt nicht aufgefallen ist oder beziehungsweise gesehen ist, dass sich jeder dafür gefightet hat. Wir sind alle auf Fejzić und Nicolau, die haben sich da gepusht. Und ich finde, wir haben dieses Jahr echt eine Mannschaft, die sich für jeden echt den Allerwertesten aufreißt. So, dann zurück zu unserem Ausflug. Wir haben dann natürlich das Spiel genossen für die manchen Leute waren das erste Mal im Stadion. Wir haben drei, vier Braunschweiger und die anderen sind halt die üblichen Konsorten mit Bayern und Dortmund und alles. Aber die waren auch sehr zufrieden und es hat relativ viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es jetzt immer Schritt für Schritt weiter in die Normalität kommt, dass dann irgendwann auch wieder der Tempel gefüllt ist. Weil ich glaube, die Mannschaft, die braucht das auch, die Unterstützung. Und dann kann, glaube ich, noch viel passieren. Ja, vielen Dank, Malik. Benjamin, auch wenn die Ausführungen von Eberhard und Malik jetzt sehr komplex waren, ich hoffe, du konntest ein bisschen folgen. Und ich würde dich bitten, hast du vielleicht zum Spiel direkt da jetzt noch Anmerkungen? Ich würde gerne da im Anschluss jetzt noch die Geschichte Zuschauer mit euch erörtern und würde aber die Sache jetzt gerne rund machen wollen, dass wir das Dortmund-Spiel abschließen. Und ja, du bist ja derjenige, der die Leichen, die noch nicht gefunden wurden, nochmal aus dem Wasser fischen soll, was den Spielbericht angeht. Bitteschön. Ich mache es kurz und knapp. Es war geil. Es hat Spaß gemacht. Es war Werbung für den Fußball. NDR wird sich auch tierisch die Hände reiben, dass sie wirklich sich genau dieses Spiel herausgefischt haben, es live zu zeigen. Und ich denke mal, da wo du das Thema ja schon angesprochen hast, Auslastung des Stadions, jeder, der dieses Spiel am Samstag verfolgen konnte, live im Stadion, wird sehr viel Positives dann halt auch ins Privatleben, ins Berufsleben mittragen. Und es war halt eine Werbung für Eintracht Braunschweig und die Rückkehr in den Tempel. Vielleicht noch so eine Abschlussbemerkung. Wie gesagt, Malik hat es gerade angesprochen, ich bin mal fest überzeugt, wenn wir so eine Mannschaft letzte Saison gehabt hätten in der zweiten Liga, also von dem Charakter her, wie die gefightet haben, ich glaube, da hätte uns jetzt Aue und Würzburg nicht wirklich so in die Tasche gesteckt, wie sie es getan haben. Hätten wir vielleicht auch beim HSV noch was geholt. Sei es drum, brauchen wir jetzt nicht hinterher trauern, aber ich finde es halt toll, dass es so eine Mannschaft, die hat Charakter und es ist ja immer gut zu sehen, wenn die Leute alle füreinander fighten und persönlich, auch wenn ich da meine Lieblingsaufstellung habe, wenn es so läuft und der Trainer, dem müssen wir da auch vertrauen, vielleicht auch nochmal ein Wort so zum Trainer, ich finde ihn einfach, das ist eine gute Type, ne? Also der ist so unaufgeregt, der ist authentisch, was er so quatscht, das wirkt wirklich echt, das ist jetzt nicht irgendwie gekünstelt und ich habe so schon das Gefühl, dass er zu uns passt. Ja? Und ich glaube, der wächst auch weiter immer so mit rein, hatte ja auch wirklich einen schlechten Start diesbezüglich, dass er natürlich viel Frust aus der Vergangenheit, aus der Vorsaison von den Fans abbekommen hat, der sich so aufgestaut hat. Und da möchte ich jetzt quasi die Überleitung schaffen zu den Zuschauerzahlen. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen auch immer mal so das Thema. Ich war ja schon die ganze Zeit sehr skeptisch, weil wir hatten ja so unter den Auflagen, glaube ich, von 7.000 Beginn bis zum Schluss 8.500 Plätze, also jetzt vor dem Spiel gegen Dortmund, die zu vergeben waren. Und wir haben es ja selbst da unter diesen Auflagen nie geschafft, das Kontingent wirklich zu füllen oder abzurufen, welches uns zur Verfügung stand. Es waren immer so zwischen 1.000, 1.500 Karten, die nicht weggingen. Deswegen war ich schon sehr, sehr skeptisch. Und wo der Vorverkauf losging, habe ich in meinen Online-Ticket-Shop so geschaut und es war alles noch bunt, quasi sprich, alle Plätze waren noch so besetzt. Und ich habe in unserer einen WhatsApp-Gruppe gesagt, na, mein Tipp ist, nicht mehr als 10.000. Und ich war da schon sehr, sehr konservativ mit meinem Tipp. Alle anderen waren da mehr, also höher. Und schlussendlich wurden es nur 9.000. Ja, Eberhard, das liegt jetzt nur an Corona? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Dass da 11.000 quasi Plätze unbesetzt blieben, 20.000 wären ja gegangen. Soll ich antworten? Das wäre super. Dafür wirst du ja hier bezahlt. Ja? Naja, nicht so gut, aber ich mache das mal. Ich glaube, dass ein Grund des Fehlbleibens ist, dass gerade im Stehplatzbereich die Plätze personalisiert sind. Man hat ja
sonst immer für einen ganzen Block gebucht und jetzt hat man einen ganz bestimmten Platz gebucht und das ist personalisiert. Das gefällt vielen Menschen nicht, die gerne anonym bleiben möchten, was ich verstehen kann. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt immer Pyro schmeißen will oder so, aber dieses völlige Durchleuchtetwerden von Fans finde ich schwierig und das finden bestimmt einige Gruppen sehr schwierig, die lieber wie früher anonym sein möchten. Zweitens haben wir, das ist jetzt eher so ein gesamtdeutsches Phänomen, gesamtpolitisches Phänomen vielleicht, hat der Fußball gezeigt, dass er ohne Fans auskommen kann. Die Spiele finden statt, weil die Fernsehverträge erfüllt werden müssen. Da macht man eben Geisterspiele. So what? Das Geld fließt, dann gibt's ein paar Krokodilstränen, ohne Fans, schlechte Stimmung und so. Aber die Fans bekommen damit das Signal, wir können auf euch verzichten. Jetzt rein wirtschaftlich in diesem Wirtschaftsunternehmen. Und es gibt einfach Fans, die das auch ganz normale Fans, vielleicht Sitzplatzbesucher, die das nicht in Ordnung finden und die sagen, okay, ich fühle mich nicht wahrgenommen als Fan, es kann auch ohne mich stattfinden, da bleibe ich halt weg. Außerdem haben die Leute in Corona 18 Monate lang festgestellt, dass sie auch anderes machen können als Fußball. Zum Beispiel Streaming gucken, Filme sehen, aber eben auch Fußball und nicht unbedingt dahin gehen müssen, zumal wenn es unter Auflagen ist. Ich hätte jetzt gedacht mit Braunschweig, man konnte ja im ganzen Innenbereich, da wo 2G war, konnte man ja ohne Maske rumlaufen. Das war ja alles toll. Es war fast wie früher, aber es waren immer noch zu wenig. Das heißt, es gibt noch einen Vorbehalt. Ich werde durchleuchtet, ich werde personalisiert, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht mehr erkannt werden auf den Rängen. Und ich bin eigentlich auch verzichtbar, denn selbst wenn ich nicht bin, findet das Spiel statt, dann eben nur für die Fernsehzuschauer. Und das ist halt eine Fehlbeziehung zwischen Fußball und Fans, die ganz grundsätzliche Art ist und nicht nur in Braunschweig. Und das, denke ich, wird ein Grund sein, warum noch ganz lange die Stadien nicht komplett voll sein werden. Ich habe gerade mal quasi hier eine Eilmeldung bekommen. Ich habe hier gerade gesehen, Spahn, Doppelpunkt, epidemische Lage soll am 25. November auslaufen. Also hat gerade Focus Online gemeldet, 25. November. Das heißt ja dann quasi für mich als Hobby-Virologe, dann sollte es eigentlich ja danach ohne Auflagen wieder laufen. Malik und Benjamin, jetzt mal die Frage an euch beiden. Ist es wirklich das, was Ebert aufgezeigt hat, der Hauptgrund, die Hauptgründe? Ich finde das trotzdem ein bisschen krass, dass statt 20.000 da nur 9.000 in den Tempel kommen. Und zwar, als wir, mal als Beispiel, unsere Drittligasaison hatten jetzt nach dem Abstieg 2018, also gerade diese Katastrophensaison, ja, wo wir fast in die Regionalliga abgeschmiert sind, selbst da hatten wir ja nie, ich sag mal aus Erinnerung her, unter 17.000. Da waren ja trotzdem, je nachdem wie wir dann da gerade standen, 17.000 bis 20.000 Leute da. Und das war ja kein Fußball, was da gespielt wurde und auf lange Strecke gesehen. Und jetzt nur 9.000. Ich finde, das ist so, sind die Gründe, ja, sind für mich nachvollziehbar, wenn wir so jetzt 3.000, 4.000 Leute reden, die dann weniger kommen würden. Aber dann wären wir ja trotzdem bei 16.000, 17.000, die da sein müssten. Wie ist da eure Einschätzung? Na gut, erstens natürlich auch, du hast ja auch keine Gästefans, das kommt auch noch dazu. Wenn der Gästeblock voll ist, dann hast du auch nochmal 2.000, die dazukommen. Gut, gegen Dortmund 2, das ist natürlich jetzt nicht so viel, die Fans mitbringen. Aber was Ebert auch schon gesagt hat, die Personalisierung. Deswegen kommt der organisierte Support auf jeden Fall noch nicht. Solange das noch bleibt, dann werden die auch nicht kommen. Und ich glaube aber auch, dass auch Leidgetragene wahrscheinlich denken, oh, jetzt sind wir wieder abgestiegen, jetzt sind wir eine Seuchensaison wieder gehabt, letztes Jahr auch viel Kredit verspielt, irgendwann ist auch mal das Maß voll. Und ich finde jetzt auch mittlerweile, wo die jetzt dieses mit 2G gemacht haben und 3G, dass der Vorverkauf erst am Dienstag anfängt. Das sind 4 Tage. Früher haben wir zweieinhalb Wochen vorher gehabt. Ich finde das ein bisschen knapp, ehrlich gesagt. Dass man, weil wenn du Dienstag sagst, ja, am Wochenende ist eh schon verplant und dann fängt auf einmal das Online-Ticket-Verkauf fängt an. Also das finde ich ein bisschen knapp. Ich denke, es wird auch in nächster Zeit wahrscheinlich ein bisschen früher anfangen. Zum Personalisierung, da ist jetzt Braunschweig auch schon einen Schritt zurückgegangen. Nur noch der Käufer. Also wenn man 6 Karten kauft, ist nur noch eine Person personalisiert und nicht mehr die ganzen Karteninhaber, wie vor beim letzten Heimspiel. Wie gesagt, ich bin gespannt jetzt, was kommt. Saarbrücken ist das erste Bundesland, beziehungsweise Saarbrücken ist die erste Mannschaft, die, glaube ich, jetzt komplett aufmacht, ohne Auflagen. Ich denke mal, das ist so als Test. Und wenn das da ganz, ganz gut läuft, denke ich mal, wird das auch Schritt für Schritt gehen. Ich hoffe es auf jeden Fall, weil 9.000 ist halt nicht der Anspruch von Eintracht Braunschweig. Vielleicht dazu zu den Tickets. Nochmal vielen Dank für deine Ergänzung. Genau, also nur der Käufer steht drauf. Da steht jetzt nicht mehr jeder Einzelne personalisiert drauf.
Benjamin, ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, weil so, wie gesagt, ich wohne ja hier in Köln und da kriegt man das ja viel mit vom FC, wie das da so läuft und ist ja immer so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus. Was mich so ein bisschen gestört hat, also ich kaufe ja öfters dann für meinen Vater das Ticket da im Online-Ticket-Shop, deswegen bin ich da bei Eintracht Braunschweig dann auch viel unterwegs. Natürlich dann auch mal für mich, wenn ich da mal hinfahre. Was mir da so ein bisschen gefehlt hat, die Geschichte, es gab ja keine Tageskasse am Samstag, okay. Aber was mir auch so ein bisschen fehlt, ist, wenn du dich Samstagvormittag, jetzt sagen wir mal, bist irgendwie doch noch mit einem Kumpel unterwegs oder mit mehreren Leuten, sitzt in der Pint und sagst, komm, jetzt gehen wir zur Eintracht, doch nochmal hin. Jetzt ist die Tageskasse zu und wenn du im Online-Ticket-Shop bestellst, kriegst du das ja die E-Mail, aber du musst ja dann das Ticket ausdrucken. Das heißt also, ja, wenn du samstagsvormittags irgendwo bist in Braunschweig, ja gut, da ist ja meistens kein Drucker irgendwo. Das heißt, also spontan und flexibel kannst du da noch nicht sein, oder? Also das ist so wie im Grunde genommen für mich. Also ich fahre jetzt mal in 2 Wochen und in 4 Wochen nach Braunschweig zum Fußball und ich habe keine Rückrundendauerkarte oder ähnliches, weil es sich für mich einfach nicht rechnet. So, ich bin also jedes Mal darauf angewiesen, dass irgendein Kumpel oder Bekannter mir halt sozusagen Karten mit besorgt. Und das heißt nichts anderes bei mir. Ich buche halt erst eine Zugfahrt und hoffe dann, dass das Versprechen, dass ich eine Karte bekomme, auch alt eingehalten wird. Also es ist ein bisschen wie russisches Roulette. Und ich glaube, dahin kann man auch mitunter diese fehlenden 10.000, 8.000, 5.000 Zuschauer halt erklären. Es ist einfach viel zu schwierig. Du sperrst dann halt auch mit diesen reinen Online-Kartenkauf halt einen Großteil der Gesellschaft aus. Also wir leben ja sowieso in einer Zeit, wo gefühlt sich jeder irgendwie diskriminiert fühlt. Aber da, wo es eigentlich drauf ankommt, beim Fußball, dass alle gleich sind und dass alle die Möglichkeit haben, wirklich das Einfachste, 11 Leute treten gegen den Fußball zu gucken, das funktioniert gerade nicht. Und wir öffnen nicht die Tageskassen, ist halt, denke ich mal, eines der großen Probleme. Und so erkläre ich mir halt auch wirklich den großen Zuschauerschwund, weil die einfach nicht die Möglichkeit haben oder halt auch, sag mal, fachlich nicht die Kompetenz haben oder auch ganz einfach keinen Bock haben, sich da so einzulesen, um sich dann irgendwie eine Karte zu organisieren. Ganz kurz, Benjamin, ist ja gut, dafür ist der Podcast ja da, dass man Mängel aufzeigt und ich wusste das jetzt gar nicht bei dir. Also mein Vater hat eine Rückrundendauerkarte, der besorgt dir sicherlich gerne durch mich und durch den Online-Ticket-Shop gerne Tickets jetzt mit, wenn du brauchst. Sag einfach Bescheid, dann ist ja gar kein Thema. Sorgen wir hier im Tempelfunk noch dafür, dass der Tempel dann nochmal voll wird. Ja, also ganz kurz, weil vielleicht jetzt der eine oder andere Zuhörer sagt, ja, was erzählt er da? Ja klar, muss man das ausdrucken, wenn man online bestellt. Das ist ja logisch, das muss man sicherlich woanders auch. Nein, zum Beispiel bei anderen Bundesligisten ist es ja so, also jetzt mal das Beispiel, man sitzt samstags vormittags in der Kneipe und sagt, komm, lass mal zur Eintracht gehen. Ja, können wir jetzt ein Ticket kaufen, wir müssen es ausdrucken. Es geht halt bei anderen Vereinen halt auch so, du kaufst online im Ticketshop das Ticket und kriegst ein Handy-Ticket. Ja, das musst du ja nicht ausdrucken, sondern das hast du dann halt auf dem Handy drauf und zeigst das am Einlass vor. Das wäre jetzt vielleicht auch mal so eine Neuerung, die Eintracht Braunschweig ruhig mal einführen könnte. Jetzt unabhängig von Corona oder nicht, sondern ganz grundsätzlich. Dann würde es natürlich auch die Leute ein bisschen flexibler halten. Gerade wenn dieser Vorverkauf so kurz gehalten ist. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, symbolische Dauerkarte. Es wurden ja von Eintracht Braunschweig, Malik, hast du es mitgekriegt, symbolische Dauerkarte, die verschickt wurde? Und zwar war es so. Diese blaue Karte da. Ja, genau, also für alle, die jetzt eine Rückrundendauerkarte Ja. gekauft haben. Also mein Vater hat ja eine. So, und Ich habe auch jetzt, eine. genau, und jetzt wurden ja Ich diese habe die auch bekommen. symbolischen, genau, die symbolischen Dauerkarten verkauft. Und ich, jetzt nicht nur durch meinen Vater, auch durch viele Bekannte, habe ich so mitgekriegt, da dachten die Leute auf einmal, das wäre die richtige Rückrundendauerkarte oder jetzt ihre Dauerkarte, die sie sofort nutzen könnten. Also da gab es auch so ein bisschen Durcheinander, auch in der Kommunikation. Ich finde das ja gut, dass man sowas macht, aber ich frage mich jetzt, so richtig Sinn hat das ja auch nicht, weil es ist ja klar, dass die Dauerkarte, also Rückrundendauerkarte, dann verschickt wird, sodass man ja die richtige Dauerkarte sich dann ja aufheben kann als Souvenir. Ich hätte es jetzt verstanden, so eine symbolische zu verschicken, wenn wir jetzt, keine Ahnung, jetzt noch weiter unter Corona leiden würden, sodass jetzt für den Rest der Saison keine Zuschauer zugelassen werden würden. Ja, okay, dann kann man die sich hinlegen, aber man kriegt ja bald seine Rückrundendauerkarte. Und das hat wirklich bei einigen zu Missverständnissen geführt. Die dachten, die können mit der Karte dann Samstag zum Stadion fahren, vorzeigen und dann kommen sie rein. Und da musste man auch erstmal Aufklärungsarbeit leisten. Malik, hast du da vielleicht irgendwas mitgekriegt? Ich habe nichts mitbekommen davon, aber ich weiß, also
ich aber auch ein bisschen überrascht, dass ich dann diese Karte da bekommen habe. Aber da stand natürlich halt, weil ich das kenne, da steht ja vorne dann ein Block und ein symbolischer Platz drauf. Deswegen wusste ich, dass das nicht die richtige ist. Ja, aber was du schon gesagt hast, die Kommunikation war ein bisschen blöd gemacht. Also hätte man besser lösen können, sage ich mal so. Eberhard, wie kriegen wir denn jetzt den Tempel wieder voll? Ja, also wie ich das jetzt gelesen habe bei Focus Online, also wenn die epidemische Lage am 25. November beendet wird, dann müsst ihr eigentlich, ich sage das ja gerade, ist es ja so, wie ich als Facebook-Virologe das ja alles wahrgenommen habe, gar keine Auflagen mehr geben. Das heißt dann eigentlich auch kein 2G, 3G und nichts mehr, sondern dann ist ja eigentlich Schleusen offen. Und dann haben wir wieder einen vollen Tempel? Fragezeichen? Ja, das sagt erstmal Herr Spahn. Gucken wir mal, wie das Land Niedersachsen umsetzt und wie dann Braunschweig aufgrund der Vorgabe aus Niedersachsen das wiederum umsetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die 9000 Zuschauer nicht an der Leistung der Eintracht hängt, denn die Saison ist ja bisher sehr okay in der dritten Liga und selbst in schwachen Zeiten, Drittliga-Zeiten, die wir alle noch kennen, auch aus den bitteren 90er Jahren, 10.000 Zuschauer haben wir immer gehabt. Das ist bestimmt nicht der Grund. Der Grund ist, ja, du schließt mit dieser Reduzierung auf Online-Tickets, die ausgedruckt werden müssen, schließt du Spontankäufer aus. Ich hatte so gehofft, selbst als Mensch, der extra anreist, noch um 12 Uhr eine offene Tageskasse zu finden, was ja immer ging. Ich bin dann hin und habe dann Stehplatz gebucht. Das geht halt nicht. Man muss das alles vorweg planen. Das schmeißt wirklich viele Leute raus. Wenn die Braunschweiger Eintracht das genauso umsetzt, wie das die Bundespolitik und dann hoffentlich auch das Land Niedersachsen als zuständiges Bundesland vorgibt, dann sollte tatsächlich keine Kontrollen, keine Maskenpflicht, kein 2G, kein 3G und der Vorverkauf genauso sein und der Tagesverkauf wie früher. Dann wird nicht sofort, glaube ich, der Tempel voll, aber er wird sukzessive voller. Aber ich glaube, Misstrauen in den organisierten Fußball, Braunschweig ist ja ein Traditionsverein, andere als ein durchkommerzialisierter Verein, der die Fans aussaugt. Das sind wir ja nun gerade nicht. Aber es ist ja so, dass generell, glaube ich, dieses Gefühl ist, ich als Fan bin überflüssig, ich muss mich langsam rantasten. Ich glaube, in Braunschweig würde es peu à peu voll leer, aber bis er ganz voll ist, der Tempel, müssen wir noch warten. Vielleicht beim Aufstieg dann zum Saisonende. Steigen wir dann auf, Benjamin? Nein. Eberhard, steigen wir auf? Also in dieser Saison jetzt? Nein, ich bin ja Peter Vollmann Jünger. Ich habe ja 2002 den Aufstieg mit Wattenscheid im Stadion erlebt, wo Peter Vollmann Trainer war. Und er hat gesagt, 2 Jahre, ich finde es richtig, auch wenn ich dir da mit Herzen und Freude widerspreche, Martin. Nein, wir steigen diese Saison nicht auf. Wir werden guter Vierter, Fünfter, weil die Mannschaften, die mit uns da oben sind, das ist Saarbrücken, das ist natürlich Magdeburg, vor allem Wehen und Osnabrück, die sind schon sehr stark. Und gegen die haben wir ja jetzt meist unentschieden gespielt, weil die auf unserem Niveau sind, Mannheim auch. Deswegen, wir sind noch nicht effektiv genug. Wir werden dieses Jahr guter Vierter, Fünfter, Sechster und im nächsten Jahr spielen wir ernsthaft um den Aufstieg. Malik, Aufstieg, ja, nein, diese Saison? Schwer, aber ich glaube, in der Liga ist dieses Jahr alles zu berechnen. Wenn du mal siehst, dass jetzt zwischen Platz 2 und, ich habe mal vorhin geguckt, glaube Meppen 5 Punkte liegen, ist schwierig. Ich sage mal so, wenn wir oben mitspielen bis Spieltag 32, 33, warum nicht? Aber es ist halt kein Muss, so sage ich das mal. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, wir werden Meister. Wir werden als Meister aufsteigen. Warum? Erstmal, weil wir es meiner Meinung nach müssen. Also ich habe das ja in den vorigen Folgen gesagt, also 2-Jahres-Plan, das ist hier für Beruhigungspille für die Fans, weil wenn wir Vierter, Fünfter werden und so Leute wie Krause, Henning, Lauberbach, wen haben wir noch, Behrendt etc. eine Top-Saison spielen, dann werden die nächste Saison von den Zweitligisten weggekauft. Da musst du wieder Leute reinholen.
dann hast du die nächste Saison wieder eine neue Mannschaft, die sich erstmal wieder einspielen muss, bla bla bla, bist wieder in einem Hamsterrad. Und die Kohle fehlt hier gerade unter Corona-Bedingungen. Also wir steigen auf, erstens, weil wir es müssen, meiner Meinung nach. Und zweitens, weil die Mannschaft auch einfach Charakter hat. Die Jungs, merkt man, also da finde ich, hat man den Eindruck, die gehen auch abends ein Bier miteinander trinken. Ja? Und das ist schon mal viel wert. Ich meine, das macht noch keine Punkte, aber die Chemie stimmt. Das mit dem Trainer, der passt da auch rein. Und wenn wir jetzt das eine oder andere Spielglück jetzt haben, vor allen Dingen, es kommen Verletzte wieder, Ihorst, Müller hat den Tag schon wieder gespielt, von dem ich ja sehr viel halte. Das heißt, die Qualität wird nochmal erhöht. Also ich glaube, das passt. Was ich jetzt gerne, wenn ihr noch ein paar Minuten Zeit habt, nochmal mit euch besprechen würde, ist, wir können das dann noch in den nächsten Folgen machen, aber die Jahreshauptversammlung im November findet ja statt. Die steht ja quasi vor der Tür. Was würdet ihr euch denn wünschen, gerade so auf der Ebene Vereinsführung, was muss geändert werden? Was sollte vielleicht hinsichtlich Zukunftsorientierung passieren? Seid ihr mit dem Präsidenten einverstanden? Wie seht ihr überhaupt generell die Ausrichtung des Vereins, Kommunikation etc. pp.? Malik, vielleicht würde ich gerne dir mal das Wort in Anführungsstrichen erteilen zu der Thematik. Wie ist da dein Blick so drauf? Also ich finde, dass wir gerade in der Sache Kommunikation langsam besser werden, finde ich. Also es ist ein Schritt nach vorne zu sehen mit der Aussage, 2-Jahresplan, erstmal eine Grundstruktur zu schaffen, finde ich auch ganz gut. Das hatten wir letztens nicht. Was ich noch ganz wichtig finde, ist in Sachen Transfer, dass wir da auf diese Datenbanken da langsamer zugreifen, weil Vollmann ist da noch komplett gegen. Und wie gesagt, wenn wir uns weiterentwickeln wollen und irgendwann wieder ein Zweitligist sein wollen und auch auf Dauer bleiben wollen, müssen wir darauf zugreifen. Da führt kein Weg dran vorbei. Benjamin? Genau, also ich hake da mal beim Thema Transfers an. Ich möchte halt auch wirklich mal ganz gerne wissen, wie die Idee, die Philosophie dahinter ist. Wir hatten ja gerade das Thema mit den Probespielern im Training, wo ich ja auch mal so ein kleines Video eingedreht habe, wo ich übrigens immer noch auf die Fahrtkostenabrechnung warte, Martin. Ja, das Büro ist gerade unbesetzt, Corona. Ist ja gerade, ist ja Ausrede, ist seit anderthalb Jahren die Ausrede überall für alles. Das ist ja Corona. Ab 25.11. da entfällt hier für Millionen von Leuten die Ausrede. Ja, Corona. Okay. Ja, Christoph. Also, wunderbar. Genau, und da wurde ja dann anschließend dann der Spieler halt nicht verpflichtet, wo aber schon gesagt wurde, das ist eine Idee, die wir in Zukunft dann heute häufiger mal probieren wollen, vereinslose Spieler dann einfach mal zu testen im Probetraining. Und dann mal gucken, ob sie uns vielleicht weiterhelfen können. Finde ich ein spannendes Thema, weil ich einfach mal denke, mit den konservativen Transfergeschichten, wie es in der Vergangenheit war, vor Corona, kommen wir gerade nicht weiter, weil viele Mannschaften auch gezeigt haben, dass Top-Spieler auch durchaus nach dem zweiten, dritten, vierten Spieltag dazustoßen können und dann dennoch dem Mannschaft weiterhelfen können. Also was hat sich der Verein, was hat sich die Vereinsführung, der Sportdirektor oder halt auch Herr Krupke da einfallen lassen? Wie wollen sie das halt in Zukunft angehen? Und da einfach mal, würde ich mal ganz gerne Mäuschen spielen. Eva, deine Wünsche an die JAV? Genau, Kommunikation ist ein großes Thema. Gut gemeinte Aktion wie diese Dauerkarte kommt missverständlich an. Ich wüsste generell gerne, wie der Verein sich in den nächsten Jahren aufstellt, nicht ständig Trainer austauscht, Spieler austauscht, wieder von Neuanfang, wieder von Herausforderung, wieder von neuen Ideen, sondern einfach würde ich gerne einen langfristigen Plan haben wollen. Ich hätte gerne eine neue Führungsstruktur, wie uns in unseren Erfolgsjahren, also Ebel, Lieberknecht, Arnold. Also ich weiß nicht, ob Herr Bratmann als geborener Politiker der Richtige ist. Ebel war ein Mann aus der Praxis, ein Spitzenmanager von DUI. Solche Leute tun natürlich auch einen Verein wie Braunschweig gut und keine Politiker. Wir hatten ja auch schon mal Herrn Dugowski und andere. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, ein Spitzenmanager aus der Wirtschaft, der sich für Eintracht Braunschweig dann opfert, würde als Präsident gut tun. Einfach was Kommunikation, Strategie, Präsentation für die Zukunft, das ist ja sozusagen, wenn man Braunschweig als Unternehmen betrachtet, das ist ja essentiell für jede Firma. Wie öffne ich mich den Kunden? Wie präsentiere ich mich? Was habe ich für Pläne? Wie ist meine Langzeitstrategie? Da ist Braunschweig sehr oldschool, wenn man also gerade auch diesen Vorverkauf jetzt so eindimensional organisiert.
Da ist Braunschweig noch ein bisschen stehen geblieben. Ich würde mir einen moderneren Club wünschen, der wirklich in die 2020er führt, mit, ja, der dann wie ein Wirtschaftsunternehmen geführt wird. Nicht wie damals von Herrn Mast, bitteschön, this must not be, aber ein modernes Kommunikationsunternehmen mit einer klaren Strategie und, wie heißt das dann so schön, dass die Fans mitgenommen werden. Also regelmäßige Fan-Talks, offen für Ideen, klare Kommunikation, klare Strategie, dass man was Greifbares hat. Dann kann man langfristig wirklich was sehr Großes aufbauen. Ja, um das jetzt nochmal abzuschließen, also mir persönlich, gut, Kommunikation habt ihr eigentlich alle so genannt, das sowieso, das ist überhaupt ein Desaster bei der Eintracht. Mir fehlt so ein bisschen der Herbergsvater. Der Herbergsvater da im Kubus, also sprich jemand, klar, der Ahnung hat von der Wirtschaft, der Bilanzen lesen kann, der auch weiß, wie man jetzt Kohle ranschaffen kann, wie man so einen Verein ausrichtet, damit er zukunftsfähig ist, aber der aber auch das Eintracht-Gen in sich trägt und der weiß, was Eintracht bedeutet, wofür Eintracht steht. Und Eintracht steht ja immer dafür, wir wollen ja auch was Besonderes sein, nicht nur irgendein Fußballverein. Und die Fans müssen einfach viel mehr damit reingenommen werden. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass jeder abstimmen soll oder irgendwas oder keine Ahnung oder beleidigt ist, wenn jetzt irgendwie seine Idee nicht umgesetzt wird, sondern dass der Präsident, finde ich, der da an der Spitze steht, der muss das Bindeglied irgendwo sein, also quasi der oberste Chef, aber das Bindeglied sein zwischen der Vereinsführung und den Fans. Und er muss alle irgendwo mitnehmen, ja, alle unter einen Hut bringen. Und gerade das Soziale, was Eintracht ja auch immer ausgezeichnet hat, das muss da sein. Und der VIP-Fan, der muss genauso viel wert sein wie der Stehplatzbesitzer oder Stehplatzbesitzerin. Und mir fehlt das halt so ein bisschen, du hast es ja angesprochen, Eberhard, ich sage es auch ganz offen, dass der Bratmann ist ja jetzt seit einem Jahr Präsident. Ich finde, das ist ausbaufähig, will ich es mal so sagen, was da bis jetzt geleistet wurde. Und gerade, wie gesagt, der Punkt Kommunikation, mir kommt das auch so vor. Also was bei mir noch sehr, sehr in den Kleidern hängt, ist, wir sind so abgestiegen, ja, und irgendwie, ja, hat man die ganzen Tage vom Verein überhaupt nichts gehört. Und das kann man bei so einem Traditionsclub nicht machen. Und gerade in Corona-Zeiten und gerade, es hängen bei so vielen Leuten so das Herzblut da dran. Gerade so Ältere, die wirklich auch nur noch so Eintracht haben als Zentrum ihres Lebens und da dann überhaupt nicht kommunizieren. Das ist nicht Eintracht-like, sondern das ist so ein Ding, da muss der Herbergsvater, ich nenne es jetzt nochmal so, alle um sich versammeln und sagen, das war jetzt scheiße und auch wir haben Fehler gemacht, okay, das reicht jetzt aber nicht, aber man muss so emotional alle einfangen und sagen, wir stehen jetzt alle zusammen und ja, wie gesagt, auch so ein bisschen die Neuausrichtung erklären und das ist mir einfach zu viel irgendwie, ja, irgendwie einfach 9-to-5-Job, der da irgendwie so gemacht wird und mir kommt das manchmal so vor, als ob man da gerne so die Bezeichnung, also jetzt nicht auf den Präsidenten alleine bezogen, sondern allgemeiner, auch Aufsichtsrat und so, die nehmen immer gerne so die Bezeichnung mit, hier Aufsichtsratmitglied oder Vorsitzender oder was weiß ich, Eintracht Braunschweig und dann nimmt man immer gerne so die, weiß ich nicht, die Annehmlichkeiten mit, wenn man irgendwo vielleicht ist, was einem da so ein bisschen weiterbringt, aber es wird mir nicht richtig gelebt. Ja, von den Verantwortlichen. Dieses, wir sind Eintracht und wir stehen jetzt zusammen. Und das muss einfach mehr kommen und das sehe ich irgendwo nicht. Und das tut mir auch wirklich ein bisschen weh. Ja, wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Aber natürlich braucht man auch Kandidaten entsprechend. Ja, Leute, die bereit sind, Ämter zu übernehmen, egal jetzt in welcher Funktion. Und da ist ja nun, sage ich mal, Eintracht jetzt auch nicht gerade gesegnet mit aussichtsreichen Kandidaten. Okay, gut, das war das. Dann würde ich sagen, schließen wir die Runde langsam. Ich habe noch eine Ankündigung zu machen. Das müssen wir natürlich ja noch ein bisschen die Details klären, aber wir wollen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, demnächst mal auf Instagram live gehen. Das ist jetzt bis jetzt noch nichts Tolles, aber live gehen bei einem Eintracht-Spiel und dann quasi Instagram live das Spiel kommentieren. Ja, da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen in den Planungen und suchen uns gerade noch ein Spiel raus, aber das wird kommen. Folgt uns deswegen bitte weiterhin bei Facebook, bei Instagram und ja, unsere Social-Media-Assistentin Mel wartet dann natürlich auf eure E-Mails unter tempelfunk@gmail.com. Und damit würde ich sagen, wenn ihr nichts mehr habt, Malik, was ist das nächste Spiel, was du besuchen wirst? Das weiß ich noch nicht. Vielleicht schaffe ich es gegen Wiesbaden, aber wenn danach das Heimspiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen das darauf folgen, das übernächste Heimspiel ist. Das weiß ich gar nicht, gegen wen. Da wollte ich wahrscheinlich dann wieder hin. Okay. Ja, Eberhard, nächstes Spiel. Also, oder reist dann aber an ohne Deutsche Bahn, ne, Eberhard, oder? Ich werde nie wieder mit der Deutschen Bahn. Also ich hatte Havelse angedacht. Ich habe dann im Fanshop gefragt. Es ist tatsächlich so, dass Havelse auf der Homepage, die ja, wie wir wissen, sehr gut besucht ist,
dort die Gäste Tickets anbieten wird. Die konnten aber noch gar nichts Genaues sagen. Wäre natürlich interessant, ins Feindesland zu fahren, in die AWD-Arena. Wenn das nicht klappt, muss ich es dann halt sehen. Und vor allen Dingen muss ich gucken, wie ich hinkomme, denn ich kann ja mit der Bahn nicht fahren, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Spritpreise sind ja auch gerade sehr günstig, also fahr doch mit dem Auto. Fremden wie früher. Benjamin, nächstes Spiel? Genau, ich werde jetzt die nächsten zwei Heimspiele mitnehmen. Und zwar habe ich mir da selber so ein kleines Projekt ausgedacht, weil ich in den Medien, also sozialen Medien, Facebook dann halt auch aktiv bin und mich doch immer mal wieder sehr wundere, dass da sehr negativ über die Zuschauer beziehungsweise über die Stimmung dann halt berichtet wird oder dann halt im Umkehrschluss sehr positiv. Also habe ich mir was überlegt. Ich werde gegen Wiesbaden mit meinem Fanclub, dem Berliner Löwen, anreisen und als erschwerte Bedingung werde ich da dann halt Sitzplatz nehmen. Und zwar nicht die jüngeren Mitglieder, sondern wirklich die kurz vor der Rente stehen oder dann halt schon in der Rente, um dann halt auch mal sozusagen, die sind doch alt, die machen dann sowieso keine Stimmung, bla bla, diese ganzen Vorurteile dann halt auch zu beurteilen zu können. Und dann gegen Wiesbaden werde ich dann halt im Umkehrschluss mal halt in den Stehblock gehen, im Block 9 ist der Plan. Da werde ich mir dann ein paar jüngere Leute, Anfang 20, die teilweise auch noch gar nicht im Berufsleben stehen, schnappen. Und da heißt es ja immer so, ach, die jungen Leute, die hüpfen dann 90 Minuten, die klatschen, die singen, die machen dann, das sind unsere Eintracht Braunschweig-Fans. Also das ist so mein Projekt. Okay, ja, vielen Dank. Ja, das übernächste Heimspiel ist übrigens Malik gegen Tüllütschi München. Also ein weiterer Traditionsklub. Ich habe mein Braunschweig-Spiel mein nächstes noch nicht geplant, werde aber am Sonntag zum Rhein-Derby gehen, FC gegen Bayer Leverkusen. Damit schließe ich die Runde. Vielen, vielen lieben Dank an euch. Gruß in den Harz. Grüß mir die Leute. Ein paar kennt man ja noch. Zurück. Ja. Mach ich. Eberhard, Benjamin, schönen Abend euch noch. Und ja, bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Tempelfunk. Der Eintracht-Podcast zwischen Spree und Rhein mit Eberhard, Martin und Gästen. Ich denke eigentlich im Augenblick daran, dass ich jetzt gleich ins Hotel zurück kann und ein Pilsner Bier trinken kann. Und ins Können Bett, wir, hat aber ein bisschen Spaß gemacht, oder? Wahnsinnig Spaß.